Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder das Lieblingsgebäck von. Und zwar geht es heute um das Lieblingsgebäck von meinem Papa und das ist nichts Geringeres als ein Streuselkuchen. Und zwar steht er auf Streuselkuchen mit egal welcher Füllung von Früchten. Also es muss auf jeden Fall ein Früchtekuchen sein. Und eigentlich steht mein Papa total auf Pflaumenstreuselkuchen. Da es aber noch keine Pflaumensaison ist und ich ihm das nicht antun wollte, Pflaumen aus dem Glas zu nehmen, weil wir beide denken, das schmeckt überhaupt nicht, haben wir uns dann letztendlich für Kirschen entschieden. Und ja, diese Kirschen sind auch aus dem Glas, aber das schmeckt wenigstens. Seine Meinung, seine Entscheidung, also habe ich einen Kirschstreuselkuchen für ihn gemacht. Und wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes gebt ihr die Butter zusammen mit dem Zucker und dem Vanillezucker in eine Schüssel und verrührt das Ganze gut. Danach kommt das Ei dazu und wird schön cremig gerührt. Jetzt gebt ihr das Mehl, das Backpulver, eine Prise Salz und etwas Milch dazu. Rührt immer nach und nach etwas Milch dazu, bis ihr einen schönen glatten Teig habt. Diesen Teig verteilt ihr dann auf einem Backblech oder in einer Kuchenform und streicht ihn schön glatt. Für die Streusel gebt ihr alle Zutaten in eine Schüssel und verrührt sie schnell miteinander. Das heißt, ihr rührt nur so lange, bis ihr eine schöne krümelige Masse habt. Danach nehmt ihr euch die Kirschen und verteilt sie auf dem Teig. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte verwenden, je nachdem, wie ihr das möchtet. Danach nehmt ihr euch die Streusel und verteilt sie gleichmäßig auf den Kirschen. Hinterher habe ich noch etwas Zimtzucker darauf verteilt, das müsst ihr aber nicht machen. Anschließend kommt der Kuchen dann bei 200 Grad für etwa 40 bis 60 Minuten in den Ofen. Nach dem Backen lasst ihr den Kuchen abkühlen und könnt ihn in Stücke schneiden. Und fertig ist der Kirschstreuselkuchen. Ja, das war auch schon mein Rezept für einen Streuselkuchen mit Fruchtfüllung. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne fleißig meinen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem neuen Video ganz bald wieder. Bis dann!